Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Infinite World. Ja, ich bin's, der Dü, und ja, wir haben in der letzten Folge diese Anlage, soweit es geht, dann auf jeden Fall fertiggestellt bekommen mit den ganzen verschiedenen Konfigurationen. Das heißt, hier in der Kiste dürfte eigentlich nicht ganz so viel drin sein. Ein bisschen was ist noch drin? Ja, okay, gut. Aber das sollte sich eigentlich nicht mehr ganz so viel füllen dabei, ne? So, wie gesagt, deswegen, ich bin halt am Schauen, am Herumgucken, ja, was füllt sich da jetzt noch rein und wie viel füllt sich da noch rein und so weiter und so fort, ne? Das werden wir sehen. Wir haben ja hier auf jeden Fall, noch diese Rocky Princess, ne? Das deckt sich auf jeden Fall dann zumindest hier in den Kisten, deckt sich das leider nicht. Das ist ein bisschen schade, aber naja, okay. Ansonsten haben wir hier noch einen, die nächste Sache, die wir angehen wollen, ist auf jeden Fall mit, Lampe, wir schauen mal, Enlightened. Ja, okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Netherquarz und Glowstone Dust. Dann weiß ich jetzt allerdings nicht, wie viel wir davon noch haben. Netherquarz, na gut, da haben wir genug. Glowstone könnte ein bisschen mangeln. Ja, das mangelt ein bisschen an Glowstone. Dann irgendwie noch eine andere Möglichkeit, Glowstone irgendwo ranzubekommen. Mesa Raider Scrapbox, Mana Infusion. Ne. Da gab es doch, glaube ich, noch einen Laser Drill irgendwie, ne? Hier irgendwas zusammen crafted. Blazed over a hole to bedrock or the void. Und jetzt ist 5000 RF pro Blazed one block away from a valid laser target. Hole to bedrock or the void. Okay, da war die andere Funktion gegeben. Wir haben wenig Glowstone, ne? Fused Quartz. Na gut, dann wir können es auch natürlich mit normalen Fused Quartz oder. Würde eigentlich auch das normale Quartz eigentlich auch ausreichend sein, theoretischerweise, ne? Oder füllst du es dann halt noch mit Kohle oder was auch immer. Das heißt, ja, wir machen das hier. Wir machen das ein bisschen einfacher, ne? Muss jetzt nicht immer hier das Optimalste sein, ne? Wie gesagt, das ist jetzt hier auch nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist, glaube ich, erstmal die Funktionalität des Ganzen. So. Okay. Gut, wir haben hier noch ein bisschen was an Silikon. Das kann man hier erstmal hier unten noch mit reingeben. Okay. Gut, so. Dann könnten wir theoretischerweise sagen. So, hier den Ofen, den bräuchte man eigentlich auch nicht mehr. Wir mal abbauen. Zack, 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 zack. So. Wir könnten halt mit einem Pulverizer könnten wir halt vielleicht halt ein bisschen was zusammen basteln, ne? Und jetzt hier das hier, warte mal. Jetzt hier die beiden Chests. Okay. Na gut, wir werden da halt noch ein bisschen was benötigen halt davon, ne? Das heißt, wir bräuchten halt eine gewisse Automatisierung im Bereich dieser Chest hier. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Das heißt, das Optimalste wäre halt eigentlich vom Ding her. Ja gut, das führt automatisch ins ME-System, das ist mir schon bewusst. Hintenrum hinlaufen wollte ich aber eigentlich auch nicht immer. Die Crafting-Felder könnten wir vielleicht mal abbauen. Noch eine Axt? Ja, die haben wir sogar noch. Und sogar noch eine Axt. Hey! So, zack. Machen wir uns da halt zumindest schon mal ein bisschen Platz. Den Inscriber bräuchten wir eigentlich auch nicht mehr. So, zack. 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 Okay. So. Was wir damit machen, das weiß ich auch noch nicht, ne? Das ist eigentlich. Ist eigentlich auch nicht so besonders gut, wenn wir das hier dran haben. Wir das halt so selten, wir benötigen das halt so ultra krass selten, ne? Das ist halt so die Thematik dahinter. Da können wir theoretischerweise nochmal ein bisschen was an Platz halt auf jeden Fall einsparen. Ja, dann heben wir hier nochmal ein bisschen was aus. Ja, und
mir geht es jetzt darum, dass ich ein paar Produktionssachen halt auf jeden Fall nochmal vereinfacht bekomme, ne? Darum geht es mir jetzt momentan und deswegen bin ich da momentan auch ein bisschen dabei, das nochmal zu machen. Okay, dann arbeiten wir hier eigentlich auch schon direkt an der Monsterfalle dran, ne? Ja, genau. Aber okay, das würde ja noch gehen. Das bedeutet, wir würden es so machen, dass wir sagen, okay, wir brauchen erstmal einen Bucket. Das klassisch. Zack, okay. So, und nehmen dann erstmal hier das hier raus. Zack, okay. Und gehen, ja, machen hier mal ganz kurz einen Mini-Durchbruch. Und platzieren als allererstes mal. Naja, als allererstes brauchen wir halt die Maschinen hier, ne? Das ist das Erste und das Wichtigste. Zack. Zack. Okay. So, dann brauchen wir das hier. Dann bauen wir das hier erstmal so auf. Eins. Ja, wir können das hier auch noch. Ja, eins nach hinten können wir auch noch gehen. Das ist okay. So, dann haben wir hier, weiß ich nicht, was ist das hier? Okay, hier ist auf jeden Fall schon die Verglasung an sich. Ja, von dem Ganzen. Okay, gut, das bedeutet, wir könnten theoretischerweise sagen, okay, so, oh, scheiße, Alter. Okay, so, ich dachte, das wäre hier die, so, okay, jetzt habe ich es verstanden, Alter, wie das dort ist, okay, so, wir nehmen mal hier den Water Bucket, ja, und packen hier mal das hier rein und so, basteln das mal hier so drumherum jetzt erstmal. Alles dann auch kacke. So, dann basteln wir das so und so und so. Jetzt fehlt uns das Glasfaserkabel. Dann gucken wir mal. Glass Cable. Zack, so, zack. Zack. Okay, und zack, so. Okay, hätten wir zumindest schon mal das hier wieder aufgebaut. Okay, brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Torches. Torch. Okay, zack, zack. So, und yep. So, die nächste Sache wäre jetzt die, dass wir ja sagen, okay, gut, wir haben hier, im Grunde genommen unsere, eine Kiste halt stehen, ne? So, wir könnten natürlich auch sagen, wir haben, wie wird das hier eigentlich alles, hier ist nichts Großartiges. Hier wird nichts großartig gefiltert. Das bedeutet, man könnte jetzt auch die Kiste halt eigentlich abbauen und sagen, wir platzieren die woanders hin. Diese Möglichkeit würde auch bestehen. Das heißt, wir optimieren das Ganze hier mal ein bisschen. Wir halt sagen, okay. Gut, so. So, als allererstes brauchen wir dann, wenn wir das halt wirklich gut machen wollen, so gesehen, bräuchten wir halt einen Pulverizer. Das heißt, wir haben als allererstes den Pulverizer. Das heißt, wir brauchen erstmal das hier, Resonant. Wir schauen mal, was wir davon haben. Fast nix. Okay, dann nehmen wir das hier. Eins. So, das war jetzt falsch. Zwei. Fehlt Kabel. Ah, das ist ja witzig. Zack, okay. Wieso geht das nicht alles rein? Ich verstehe es einfach nicht irgendwie. Das ist irgendwie, ja. Also, Pisten.
Sticky-Pisten haben wir auf jeden Fall noch. Okay, so 64 Stück. So. Dann brauchen wir als nächstes, brauchen wir definitiv, wie hieß es nochmal? Pulverizer, ja. So. Das heißt, wir brauchen den, das hier. Wir bräuchten hier sowieso immer den Basic halt als allererstes, ne? So, 1, 2. Es fehlt uns das Zahnrad dafür, ne? 1, 2. Okay, dann brauchen wir als nächstes brauchen wir das hier. Das hier. Da brauchen wir das Signal um Ingot. 1, 2. Also, warte mal, erstmal brauchen wir den hier. 1, 2. Dann brauchen wir den. 1, 2. Jetzt kann man den Harden dann noch machen. Beziehungsweise die Endstufe sozusagen halt gleich. Ja. Resonant. Also wir brauchen Enderium. 1, 2. Okay. So, das bedeutet, wir haben jetzt auf jeden Fall gleich mal zwei sehr gute. Eins. Jetzt fehlt mir noch das Copper Gear, okay. 1, 2. So, das heißt, wir haben. Zack, so. Reinforced, ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt zwei auf der höchsten Stufe, zwei Pulverizer. So, das heißt, wir brauchen als nächstes, brauchen wir erstmal noch eine Chest. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach mal so irgendeine Chest. Ne, packen die erstmal hier hin. Ne? So, und die soll jetzt einfach über so ein Item-Conduit, soll die halt im Grunde genommen verbunden werden. Ja, hier mal disablen wir das Ganze mal. Disabled, zack. Und soll verbunden werden mit dem Pulverizer. Okay, so. Ist aber auch kacke, wie ich das hier gerade baue, ne? Fällt mir gerade ein. Ist halt richtig kacke. Das gefällt mir halt nicht. Das gefällt mir gar nicht. Hier unten haben wir halt eine Stromverbindung halt, ne? So, das bedeutet, theoretischerweise müsste man halt sagen. Frage ist, ob das miteinander funktioniert. Wenn ich die übereinander baue. Hat sich dort irgendwas rangesteckt, das sollte auch nicht so sein eigentlich. Der Energiezufuhr kann ja enabled sein. Ne? Das ist okay. Energie ist okay. Sagen wir hier, wir haben also ganz normale Energy Conduits haben wir da. Okay. Dann schaue ich mal nach normalen Energy Conduits. Energy Conduits. So, okay. Zack. So, jetzt hätten beide halt eigentlich vom Ding her Strom schon mal. Ja, die Frage ist jetzt die, ne? Wie es halt so ist, ne? Also wir hätten hier oben hätten wir blau. Ja, okay. Unten hier hätten wir halt. Oder auch blau. Problem ist halt, dass es halt nicht, ja, wenn ich jetzt hier eine Kiste drauf stelle, funktioniert das ja nicht. Das ist ja das Problem. Das heißt, ich kann ja jetzt hier irgendwas reinballern. Ich hätte ihn ganz gerne pulverized. Ich hätte ja ganz gerne Kabel pulverized. Das war ja so meine erste Idee gewesen. Das funktioniert aber nicht. Ja. So. Das bedeutet, dass ein Problem ist, dass wir halt als allererstes hier so eine Chest benötigen. Dass wir das dann hier reingeben müssen und dann müssen wir hier das auf Able stellen und dann müssen wir das hier auf Insert stellen und dann hier oben auf Extract, Always Active, so, und dann kriegen wir das hier oben reingeballert, schon mal den Kabel, ne? So, der Kabel geht hier rein, so, jetzt ist halt natürlich die Frage, ne, extrahiert er das halt nach unten, ne, er müsste es eigentlich, ja,
Das macht er halt zumindest, ne? Also ja, die Maschinen untereinander sind zumindest kompatibel, aber mit einer angelegten Chest funktioniert das leider halt nicht. Und das heißt, ich kann jetzt hier unten, hätte ich halt jetzt somit die Möglichkeit, darüber hinaus dafür zu sorgen, dass hier auf jeden Fall, was, warte mal, wir haben jetzt hier, kommt hier Silicon rein, ja, okay, und der soll jetzt hier always active, ne, okay, und hier können wir halt im Grunde genommen auch nochmal ein bisschen herumbasteln. Wir hätten jetzt hier, wie gesagt, halt so gesehen zwei Pulverizer und, weil die Frage ist jetzt die, ne, wollen wir das nicht eigentlich in die eine Kiste geben, ne, das wäre, glaube ich, günstiger, ne, vom Ding her. Dann disablen wir das hier. Wir müssen das hier auch gleich mal nochmal mit einer Wrench machen. Warte mal. Das ist dann einfacher. Dann haben wir die Jita Wrench. Okay. So, zack. Okay, dann ist das weg. So. Und dann müsste es eigentlich. So, nee, wir haben ja hier hinten. Hier hinten ist die Scheißkiste. Das ist ja blöd. Da kannst du halt nur mit dem Tesseract halt wieder lösen, Alter. Oh. Also am günstigsten wäre es halt mit dem Tesseract, ne? Und du ziehst halt ein langes Kabel mal wieder hier lang. Ne? Und dann. um dann halt am Ende. Oh, das wäre halt auch eine. Das ist halt ein Konfigurationsaufwand ohne Ende, ne? Das ist eigentlich uncool. Hatte ich eigentlich nicht so Bock drauf, ne? Ja, dann machen wir das lieber mit dem Tesseract und dann ist es auch in Ordnung. So, gucken wir mal Tesseract. Basteln wir wieder mal ein hier zusammen. So, okay. Lalalala. Ja, es geht halt, wie gesagt, das ist halt echt behindert ein bisschen. Ja, das Problem ist halt dieses, ne, also ich, wie gesagt, ich könnte jetzt ein Kabel widerlegen und so weiter. Ich könnte das auch direkt in die Kiste halt eigentlich auch reingeben. Aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ne, deswegen. Wir schauen mal, dass wir hier nochmal eine Iron Chest zusammengebastelt bekommen. Und legen die halt im Grunde genommen direkt daneben, würde ich meinen, ne? So, disablen das Ganze hier an der Stelle. Zack. Also jetzt ist hier trotzdem wieder was zusammengefügt, ne? Disabled an der Seite, okay. So, und dann können wir hier das eigentlich recht easy machen. Indem wir halt einfach sagen, okay, gut, wir ziehen hier das Kabel, la la la. Okay, machen hier auch nochmal auf Disabled. Zack. Zack. Okay. So, und dann kommen wir hier im Grunde nur noch auf Extract und Always Active, zack. Also. Fuck. So sollte es nicht sein. So, geben jetzt mal hinein Redstone, da Gold, das. Okay, so, bräuchten wir halt jetzt im Grunde genommen nur das Silikon, was er eigentlich im Grunde genommen dann halt automatisch halt weiterverarbeitet, theoretischerweise. Ja, so, wie gesagt, kann halt natürlich auch sein, warte mal, wir geben mal beides hier weiter, weiß ich nicht, was er dann mit dem Gravel oder was er dann damit anstellt, macht er damit irgendwas eigentlich theoretischerweise? Ja, vermutlicherweise könnte er damit irgendwas anstellen, ne? Ja, weiß ich noch nicht. Muss ich gleich mal schauen, wie er das macht. Machen wir das hier, machen wir den Tesseract hier unten hin. So, dann müsste jetzt eigentlich auch fertig sein, der Tesseract. So. Okay. Und so, okay. Machen wir nochmal einen Tesseract. Zack. Zack. Und zack. Warte mal das hier hin. Das ist auf Extract, das ist schon eingestellt, denn das muss auf Insert sein und dann müssen wir den hier noch einstellen. Ohne Only, zack, und Dylan ME System. Zack, 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 zack. Und Item Mode Send Only. So, das bedeutet, dann müsste jetzt theoretischerweise, ja. Das ist auch schon gesendet. Den Gravel kriege ich nicht abtransportiert. Das ist ja traurig. Das ist ja doof.
Das ist ja blöd. Ja, okay, dann machen wir das so. Und hier an der Seite machen wir das dann halt orange. Ne? So. Nee, das ist die falsche Seite. Machen wir das hier an der Seite gelb. Genau, so soll es nämlich sein. Okay. So, und dadurch, dass es dort gelb ist, Differ-Out-Signal und dann wird das auch direkt hier weiterverarbeitet. Also beziehungsweise wieder ins System halt zurückgegeben, der, ich nenne es jetzt einfach mal der Abfall, so gesehen. Ja. So, wie gesagt, das ist auch nur punktuell, das ist eine kleine Verbesserung halt ganz einfach, dass wir da halt auf jeden Fall noch einen Pulverweiser haben. Ja. So, und mehr ist das halt jetzt im Grunde genommen halt auch erstmal nicht. Ne? So, wie gesagt, hier das Kabel, das kann man hier dann nochmal mit einer Konduitfassade halt auf jeden Fall schick machen. Ne? Und dann würde das halt auch erstmal passen. Ne? Hier unten können wir dann jetzt eigentlich theoretischerweise nochmal ein paar mehr Sachen auch basteln. Noch ein paar Maschinchen mehr. Das heißt, wir können uns jetzt hier zum Beispiel, was halt wichtig wäre, wäre halt auch zum Beispiel halt erstmal Silikon zu holen. Ne? So, das heißt, Silikon. Silikon, erstmal, genau, richtig. Wir haben das ja jetzt geholt hier wegen Kabel. Dass wir nehmen, packen das mal hier rein. Zack. So, und hätten dann jetzt hier im Grunde genommen die Möglichkeit auf das frisch produzierte Silikon halt direkt drauf zuzugreifen. Und können, geben das hier rein und haben dann jetzt hier auf jeden Fall, kriegen dann hier auf jeden Fall unsere, dann unsere, am Ende der Stufe dann auch unsere Prozessoren oder Prozessor, schauen wir mal, wir haben davon, da haben wir ja auf jeden Fall auch schon ein paar hier, Logic-Prozessoren haben wir ein paar, Engineering, Calculation und so weiter, da ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was da, ja, also da brauchen wir uns da nicht unbedingt die große Sorgen zu machen, ein bisschen Fused Quartz haben wir jetzt mittlerweile, ich würde allerdings das gerne nochmal anwerfen wollen und ich werfe das auch nochmal an, hier an der Stelle, zack, 1, 2, 3, okay, 1, 2, 3 sind wir mit dabei, so nach dem Motto, ne? Theoretischerweise müsste man eigentlich auch hier sagen, dass wir hier nochmal eine Chest hinmachen, dass der hier auch nochmal ein bisschen besser braten, dass er das hier auch nochmal besser machen kann. Theoretischerweise, ne? Und dann auch direkt hier in die Kiste halt auch gibt, ne? Ja, genau. Das heißt, wir geben, lassen das hier direkt ins System einfließen. Brauchen wir da auch nicht unbedingt dabei zu stehen. Dann ist das auch in Ordnung, ne? Genau, so, dann haben wir das hier schon mal. Dann können wir auf jeden Fall mal noch mit einer weiteren Chest, zack. Machen wir 1, 2. Können wir dann nämlich auch wieder, wie gesagt, halt ein paar was heißt Schleifen, aber die Produktionsprozesse halt auf jeden Fall ein bisschen vereinfachen. Indem wir halt sagen, okay, gut, wir haben hier Pull. Pull. Hier unten auch nochmal Pull. Ob das weitergegeben wird oder nicht, das ist halt am Ende auch egal erstmal. Aber Hauptsache, wir haben hier erstmal. Wie gesagt, ein bisschen was dastehen, damit das hier auf jeden Fall hier erstmal wieder ein bisschen besser auch noch funktioniert. Ja. Was wir halt auf jeden Fall noch machen können, ist halt nochmal das Enderium Base nochmal anwerfen. Ja, da haben wir ja auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was. Wir konnten ja jetzt hier wieder ein bisschen was auch wegnehmen. Also nehmen wir jetzt hier einfach mal 1, 2 von dem Enderium Base. Und was hatte ich gesagt? Waren das 16? Müssen 16 mal gewesen sein, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. 16 mal. Geben das hier rein, geben das hier rein. Dann kann er nämlich hier schon mal weiterarbeiten. Und wir brauchen auf jeden Fall was, noch ein bisschen was von dem Pyrotheum. Aber das ist kein Problem. Da seht ihr eigentlich auch schon die nächste Aufgabe für die nächste Folge. Das kommt dann auf jeden Fall auch in der nächsten Folge dann noch. Der ganze Spaß hier, also ups. So, okay. So, genau. Ich brauche hier Pyrotheum. Einmal. Ganz gerne. Das wäre schön. So, okay. La, la. Zack. Eins, zwei. Okay. So, und jetzt kann der hier auf jeden Fall erstmal schön lange den ganzen Spaß hier produzieren. Das freut ihn bestimmt. So. Und da bekommen wir auf jeden Fall schon mal wieder ein paar Rohstoffe mehr auf jeden Fall bei heraus. So, okay, das nehmen wir den Nether Quartz, macht da durch. Okay, warte mal, dann kommen wir hier mal noch. Genau, dann machen wir hier nochmal ein bisschen was an mit dem Nether Quartz. Ups, nee, so nicht. Achso, das haben wir jetzt zum Beispiel auch gar nicht, überhaupt nicht festgelegt, ne? Das fällt mir auch gerade auf. Das ist zum Beispiel, ah, okay. Da ist zum Beispiel auch noch ein Fehler.
hier bei der ganzen Machine und bei der ganzen Engine so gesehen. Wir hier keine, ja, wir müssten theoretischerweise eine Verbindung hierhin machen, damit das dann halt im Grunde genommen halt erkannt wird, dass denn der Rohstoff dorthin soll. Wir haben jetzt zwar die Tiefenspeicher, aber wir haben da nichts festgelegt für die, ich nenne es jetzt einfach mal hier, Iron, das deckt sich zum Beispiel rein, ganz gerne. Für Iron halt, reicht das noch nicht ganz, die Produktion. Aber eine Überproduktion so gesehen von Iron. Ne? Hier ist nichts drin. Ja, aber gut, wir haben ja eigentlich, wobei wir haben hier noch ein paar, die frei sind, ne? Also irgendwie funktionieren würde das dann halt am Ende schon noch. Wenn wir hier nochmal nachschauen, wie es hier aussieht. Oh, hier geht richtig. Da geht richtig die Sause ab. Ja, und das passt schon auf jeden Fall. Ne? Immer mal wieder erweitern das System ein bisschen und dann passt das auf jeden Fall, ne? Dann kann man damit eigentlich ganz gut leben und zufrieden sein. So. Okay. Das haben wir hier. Dann bastelt das hier erstmal durch. Dann kriegen wir dann auf jeden Fall noch ganz viel Silikon. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen was mehr gemacht. Und ja, ich würde sagen, das muss es hier gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.